Eine Nadel, ein Teller, geschmeidige Musik. Die Vinylplatte, sie ist wieder da. Der Stoff, aus dem die Platten sind, schwarze PVC-Kügelchen. Eines der letzten Presswerke in Europa ist das Familienunternehmen Pallas im niedersächsischen Diepholz. Alles beginnt mit der Folienscheibe aus dem Tonstudio. Die wird gereinigt, in Bädern beschichtet und mit einer Lackpistole versilbert. Danach ist sie leitfähig und bereit für den elektrochemischen Prozess, die sogenannte Galvanik. Dabei wird ein negativer und ein positiver Abzug erstellt. Die positive Scheibe hat Rillen, die negative dafür Erhöhungen. Mit bloßem Auge sind die nicht zu erkennen. Jetzt ist die Urplatte fertig. Fachleute nennen sie Mutter. Die Mutter höre ich jetzt auf Fehlgeräusche, Störgeräusche, Schnittfehler. Alles, was nicht zur Musik gehört, ist an. Wenn ich jetzt irgendwie Fehler feststelle, Knackgeräusche, dann kann ich mir das eben mit dem Stift markieren, analysieren unter dem Mikroskop und gegebenenfalls dann mit einem Stichel nacharbeiten. Auf dem Monitor wäre jetzt die Rille und hier wäre jetzt ein Staubkörnchen, was einfach nur 10 μ groß ist. Und da kann ich jetzt dementsprechend Einfluss nehmen, indem ich mit dem Stichel in die Rille gehe und das ganz vorsichtig nacharbeite. Sind alle Fehler behoben, muss die Mutter wieder in ein Bad. Darin stellen die Galvaniker die Pressform her, die sogenannte Matrize. Die wird gelocht und in die richtige Form gebracht. Von nun an kann vervielfältigt werden. Bei 80 Grad verschmelzen die PVC-Kügelchen zu einer schwarzen Vinylmasse. Die landet in der Presse. Fehlen noch 2 Etiketten, eine für die A- und eine für die B-Seite, und 300 Bar. Die Schallplatte ist fertig. Fast. Der überstehende Rand muss ab. Der Rest wird eingeschmolzen und wiederverwertet. In Hüllen verpackt kommt jetzt die Endkontrolle. Ist alles an seinem Platz? Sitzt das Etikett? Ist die Platte sauber? Alles gut. Der Tonträger ist fertig für die Auslieferung. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Mein Name ist Uwe Bonsieben. Ich bin der Analogexperte im Hause Aura HiFi in Essen. Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen was zur wieder aufflammenden Leidenschaft der Langspielplatte erzählen. Dieses riesige Comeback, was wir zurzeit auch im Einzelhandel erleben, basiert nicht nur auf dem deutlich besseren Klang. Wir reden über eine im Vergleich zur CD 6-fach erhöhte Auflösung. Und gleichzeitig, Sie können es vielleicht gleichsetzen, mit dem Dekantieren eines guten Weines. Sie haben ein großes, mit einem schönen Coverbild versehenes Schallplattencover in der Hand, öffnen die Haube des Schallplattenspielers, legen die Platte auf. Also das Ritual ist sicherlich für die meisten Vinylfreunde auch ein Teil der Musikbegeisterung. Wie gesagt, man kann es eben mit dem Dekantieren eines sehr guten Weines vergleichen. Man stimmt sich auf das, was gleich in freudiger Erwartung kommt, ein, um dann intensiv genießen zu können.